So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance, letztes Mal haben wir uns das erste Mal mit Tainted Eve beschäftigt. Und ich habe dann so nach einer halben Stunde gesagt, okay, reicht das mal, ich habe genug gesehen. Und es war tatsächlich ganz gut, weil ich habe jetzt nochmal die Aufnahme angeschaut. Und in der Aufnahme ist mir was aufgefallen. Und zwar folgendes. Wenn ich... Ich glaube, das kann ich jetzt sogar gleich testen. So, kann ich die irgendwie dafür, kann ich irgendwie dafür sorgen, dass die da bleiben und drauf gehen und ich gehe nicht drauf? Weil ich will. Ja, sehr schön. So. Sorry, guys. Achso. Okay, kriegen wir das hier drüben hin? Wenn ich jetzt nämlich meine Verwandlung, mein Dings mache, müsste die Verwandlung kommen. Yes, ich hab's verstanden. Okay, also die Verwandlung kommt einmal ganz normal, wie man es kennt, wenn nur noch ein halbes Herz übrig ist. Aber die Verwandlung kommt auch, das habe ich nämlich in der Aufnahme gesehen, die Verwandlung kommt auch, wenn ich noch ein ganzes Herz habe, keine von den Viechern mehr übrig sind. Und ich sozusagen mit meinem letzten halben Herz, was ich opfern kann, mir nochmal so ein Viech generiere. Dann kommt auch die Verwandlung. Und dann hat der nämlich die Messer. Dann hat der so ein kleines Messer. That's the thing. Okay. Was ja ganz cool ist. So. Was mir auch aufgefallen ist, als ich das schwarze Herz verwendet habe, hat das Viech eine andere Farbe bekommen und andere Tränen geschossen. Ich gehe jetzt also davon aus, dass unterschiedliche Herzarten auch unterschiedliche Varianten von Viechern spawnen lassen. Oh, das ist ein guter Start. Spawnen lassen. Davon gehe ich aktuell aus. So, jetzt setze ich den wieder zurück. Und Tearsap ist sehr wichtig für ihn hier. Tearsap ist sehr wichtig für ihn. Und, wir können sozusagen damit jetzt jederzeit, wenn wir nur noch ein Herz haben und keins von den Viechern ist da, können wir die Verwandlung triggern. Was ich ganz interessant finde. Oh, die Leiter. Die Leiter wäre super interessant. Mit den ganzen Schüssen, die wir... Okay, aber ich meine, wir haben nur normale Schüsse. Eigentlich ist es gar nicht so attraktiv mit normalen Schüssen. Ich bin da immer so auf, oh ja, gib mir das, aber... Oh, das wäre aber auch interessant. Das macht doch irgendwas mit mir, wenn ich ein halbes Herz habe. Das ist mir dann ein ganzes Herz zurück. Das war doch irgendwas mit einem halben Herzen. Lasst mich das mal lesen. Da war doch irgendwas mit einem halben Herzen. Wenn man irgendwie ein halbes Herz hat, kriegt man ein ganzes oder so. Das wäre ja für Eve eine ganz coole Geschichte. Each new floor, if you have one red heart or less, another one is added. Ja! Das ist... Oh mein Gott, wir haben drei Items, die ich kaufen möchte. Oh no. Eigentlich haben wir vier Items, die ich kaufe. Okay, ja, ich kann es vergessen. Ich kann es vergessen. Ah, ist ja schon wieder Domo. Na gut, so. Ich möchte gerne mein Messer haben. Und dann let's go. Jetzt darf ich halt nicht getroffen werden, ne? Ist klar. Aber ich meine, mit Messer ist man halt normalerweise... Sollte man da ganz gut dabei sein. Aber ich meine, ich kann das Messer jederzeit triggern. Ich muss halt nur die Viecher loswerden, die ersten zwei. Und das... Also die Tierrate von ihr ist halt echt schlimm. Die Tierrate ist super frustrierend. Ich hoffe, die kriegt man schnell hoch mit irgendwas. Oh mein Gott. Okay. Oh, ein HP-Up. Das ist sehr nice. Das nehmen wir doch direkt mit. Das nehmen wir nicht mit. Das nehmen wir nicht mit. Das macht hier mein. Das sorgt dafür, dass blaue Herzen, rote Herzen zu fliegen werden. Ich muss ja rote Herzen spawnen. Das will ich nicht. Das kann hier. Nein, ich wollte. Ach, ich drück die falsche. Ich bin dumm, ich drück die falsche Taste. Ich wollte ihn ja loswerden. Hä? Ah!
Ich habe noch was gelernt. Ich habe gerade noch was gelernt. Wenn ich... Es ist ja wie bei Jakob. Ich kann die stehen lassen. Ich kann die Viecher stehen lassen. Das ist wie bei Jakob und Esau. Wenn ich die Taste drücke, mit der ich Items normalerweise abwerfe, dann kann ich die stehen lassen. Ah, das ist ja auch wieder interessant. Okay, kommt mal zurück. So. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Ah, ich wollte das Viech loswerden. So, weg dann. Also ja, ich lasse es. Ich leg's hier ab. Hier kann's hin. So. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Das wollte ich überhaupt nicht. Hilfe, nein, ich... Ah, ich... Das ist eine Scheiße, die ich hier fabriziere. So. Mein Gott, war das gerade dämlich. Jetzt habe ich schon wieder eins generiert. Ich will die doch gar nicht generieren. Lass, nein, ich will das nicht. Ich will, dass es... Nein, ah! Ich will, dass es weg ist. Mann, jetzt... Hä? Habe ich schon wieder was gelernt? Hat das Zurückholen gerade Schaden gemacht? Wait, bin ich in dem Moment, wo ich dich zurückhole? Lass mich mal was testen. Okay, nein. Okay, scheiße. Er war ein dummer Anfang. Aber das Zurückholen hat gerade Schaden... Oh, das ist ein guter Anfang. Aber das Zurückholen hat gerade Schaden gemacht, ne? Ich hab das schon... Oh, das ist auch gut. Ich hab das schon richtig gesehen, oder? Bin ich jetzt dumm? Oh, oh, das ist wieder so dieser Moment, wo man dann nicht weiß... Ah, ich würde ja hier das Item fast triggern wollen. Aber hier ist halt... Hier ist dann halt wieder so ein 7er-Item. Das erste will ich eigentlich nicht haben, aber die anderen darunter könnten halt cool sein. Na gut, wir müssen erstmal Viecher generieren. Jetzt können wir mal gucken, wenn ich das blaue Herz nutze, das halbe blaue Herz, dann müsste jetzt ein anderes Viech entstehen. Ach, ich habe nur noch dieses blaue... Ah, das war dumm. Okay, zurück. Kommando zurück. So. Aber habt ihr es gesehen? Die machen tatsächlich... Wenn ich die zurückpfeife, die werden euch nicht einfach nur verwandelt, sondern die machen so eine Spur. Zack. Das greift auch Gegner. Ah, okay. So kann ich dann also, wenn ich jetzt sage, okay, du bleibst hier unten... So, irgendwie so. Und dann, keine Ahnung. Dann sage ich, du bleibst hier. Achso, jetzt sind die anderen wieder mitgelaufen. Und dann sage ich irgendwie, du bleibst hier. Und dann sage ich irgendwie, und du bleibst hier. Und wenn ich jetzt sozusagen hier reingehe und dann Q drücke, dann macht das Schaden, wenn das Gegner trifft beim Zurückholen. Ah, interessant. Sehr interessant. So, jetzt muss ich wieder Viecher generieren, sonst kommen wir hier nicht... Sonst kommen wir hier nicht zurecht. Hilfe. Oh ne, die nehmen Schaden. Ich will nicht, dass die kaputt gehen. Ich habe gleich keine Viecher mehr. Oh nein, ich verliere meine Viecher. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, ich bin ehrlich... Das ist das Problem, dass man... Oh, nee. Das ist halt das große Problem von Eve, dass man die Energie überhaupt nicht... Also ich zumindest habe die Energie so überhaupt nicht im Blick richtig. Das ist ein großes Problem. Oh, das ist interessant wieder. Also das 7er-Item ist interessant, nicht die Fernbedienung an sich. Aber das ist echt ein... Ah, das ist echt eine ärgerliche Geschichte.
Muss ich einfach mal so sagen. Weil wenn die kaputt gehen, habe ich halt meine Herzen, habe ich von den Herzen auch nichts mehr. So, das ist das Problem. Und eigentlich will ich ja nicht immer auf... Ja, das hat schon wieder Schaden gemacht bei denen jetzt. Kann ich die dann zurückpfeifen und dann haben die volle Energie wieder eigentlich? Oh, das wäre auch natürlich interessant. Wenn ich merke... Ach, shit. Wenn ich merke, okay, ich nehme Schaden, dass ich die dann zurückpfeife... Ja, scheiße, das war zu langsam. Ja, okay, komm. Ja, komm, egal. Wir machen mal mit dem Messer. Guck mal, wie weit wir kommen. Ich darf halt jetzt... Der erste Treffer, den ich halt kassiere, ist halt mein Tod. Das ist das Ding. Ah, ich hab den wieder nicht erwischt. Der muss jetzt erstmal weg, weil der macht... Genau, der macht Bumm. Mag es halt, dass man so ein Mom's Knife bekommt, aber man halt nur noch ein halbes Herz hat. Das macht schon die Sache ganz schön spannend. Weil Mom's Knife ist natürlich super cool. Yikes! Aber wenn man sich halt furchtbar anstellt... Oh, und ich fürchte, so Explosionsgegner machen auch ganz schnell meine Viecher kaputt. Ich bräuchte halt sowas wie einen Schutz... So ein Holy Shield oder sowas. Holy Mantle. Nee, wie heißt das Ding? Holy Mantle heißt es, ne? Passt schon. Ja! Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Der war böse. Der hätte mir ordentlich jetzt wehgetan, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Wir sind in der letzten Phase. Wenn wir das jetzt in die Bossphase bekommen, mit den Messern aktiv, könnte das ziemlich interessant werden. Was die Bosse angeht. Die dürften ziemlich schnell draufgehen. Ich würde es gern mal sehen, wie das mit Doppelmesser ist. Das würde ich gern mal sehen. Also man kann Eve, glaube ich, ziemlich stark bekommen. Die Möglichkeiten mit Eve sind ziemlich krass. Aber das Problem ist, glaube ich, wie immer, die ersten Ebenen zu überstehen. Ich glaube, das ist wie immer das Problem. Ja, das ist halt insane gut. Wenn man dann das Messer mal draußen hat und es ordentlich läuft, das ist halt insane gut. Das ist genau, was ich meine. Aber ich muss halt aufpassen, ich hab halt, bin halt trotzdem, ne, mit einem Treffer bin ich halt weg. Ach so, wait! Ich kann ja jetzt den machen, ich behalte ja das Messer. Ich habe jetzt nur den zweiten nicht draußen. Ah, jetzt ist er schon wieder draußen, ich wollte ihn aber gar nicht draußen haben. Ah, aber um das aufzuladen, muss ich ja drücken. Ah, das ist wieder dumm. Um das Messer zu schießen, ordentlich weit zu schießen, muss ich ja aufladen. Und bis ich das Messer aufgeladen habe, habe ich den nächsten Typen generiert und dann im Prinzip auch schon den übernächsten. Also du bist mit Eve trotzdem konstant eigentlich am Ende von deiner Energie. Das ist echt kritisch. Haut die hier eigentlich auch ab, wenn man mit ihr nichts macht? Also, spawnt die hier auch ihr Item? Ich würde das gern mal testen. Weil eigentlich ist es ja ein Boss-Item, was sie spawnt. Und normalerweise spawnt dieser Boss ja hier kein Item. Also kann die auch abhauen oder muss man die bekämpfen? Wenn wir jetzt mal testen. Und ich hoffe, wir kriegen es raus und ich sterbe nicht vorher. Das wäre ärgerlich. Aber sie kämpft gerade ziemlich lange. Muss ich gestehen. Ich glaube, die haut nicht ab. Na, es sieht nicht danach aus. Na, es sieht leider nicht danach aus. Nee. Nee, okay, komm, wir kämpfen. Ist in Ordnung. So, ciao. Das war knapp. Aber alles gut. Puh. So. Mich reizt einerseits natürlich hier das 7er Item. Mich reizt aber, also, was heißt mich reizt? Erstmal müssen wir natürlich den Schlüssel nehmen. Das ist ganz klar. Und dann hier. Naja.
Das haut mich jetzt nicht um. Leider, das haut mich jetzt nicht gerade vom Hocker. Ich meine, ich kann es einsetzen und die Viecher da oben sprengen. So, das kann ich natürlich tun. Ja, kriegen wir nochmal 2 Münzen raus. Ich könnte jetzt 2 Items kaufen, wovon eines die Pause-Ding ist, aber das Pause-Ding will ich eigentlich gar nicht haben. So. Nee, dann kaufen wir lieber das hier. Das ist ein schönes Item. Ist auch ein Tiers-Up, das ist auch wichtig. Und gibt nochmal ein blaues Herz dazu. Das ist schon okay. Gut, gehen wir weiter. Mehr kann ich nicht tun. Ah, jetzt können wir aber gucken. Jetzt habe ich nämlich einen blauen gespawnt, seht ihr? Und der macht dann andere Schüsse. Der macht dann andere Schüsse. Okay, so jetzt packe ich mal alles wieder zurück. Dankeschön. Dass das hier nicht schief geht. So, okay. Gut, Schlüssel können wir uns theoretisch gleich holen. Außer hier ist ein Item, was mir den Schlüssel gibt. Das ist kein Item, was mir den Schlüssel gibt. Aber das ist ein... Ah, du blödes... Mistvieh. Da war mein schwarzes Herz gleich wieder weg. Schade. Okay, das Trinket wäre ein... Ein Musskauf. Jetzt machen wir erstmal hier. Oh, okay, wir sprengen erstmal hier. Ja, super. Genau das wollte ich haben. Und vor allem jetzt ist auch jetzt ist eine Kiste rausgekommen. Ja, will ich denn jetzt? Oh Mann, das riecht mich schon wieder auf. Ja, will ich denn jetzt riskieren, die Kiste zu öffnen und dann ist kein weiterer Schlüssel drin? Ne, wir öffnen die Kiste nachher. Wir gehen jetzt erst in den Itemraum. Beziehungsweise... Ah, mein Gott. Löst sich das Trinket sofort aus? Müsste, ne? Ich glaube, das Trinket löst sich sofort aus. Quatsch, das ist kein Trinket, das ist eine Karte. Das ist die Credit Card. Ja, das ist die Credit Card. Dann ist alles gratis, was hier liegt. Dann ist alles, was hier liegt, gratis. Ja, ich kriege einfach noch eine. Das nenne ich stabil. Das nenne ich stabil. So. Jetzt nicht versehentlich die Credit Card nochmal einsetzen, sondern... Hier reingehen erstmal. Okay, ja gut, ist es in Ordnung. Ist jetzt nicht so... Nicht das Nonplusultra, aber ist okay. Oh, jetzt kriege ich keinen Schlüssel mehr. Ah, verflucht. Aber ich ver... Ja, jetzt habe ich die Kiste verpeilt. Ja, RIP. Ich könnte noch gucken, ob ich das sprengen kann. Vielleicht kommt da ein Schlüssel raus, aber ich glaube es nicht. Ja, RIP. Kein Schlüssel. Okay, ist so. Kann es jetzt nicht ändern. Habe ich verpeilt, sorry, habe ich verpeilt. Dann würde ich aber natürlich jetzt noch die Herzen nutzen. Ich überlege jetzt nur. Ja, eigentlich kann ich die 4 doch jetzt mir gratis holen. So. Das ist doch jetzt im Prinzip wirklich gratis Einsatz. Ich darf die jetzt halt nur nicht zurückpfeifen, weil die sind jetzt ja zusätzlich da. Aber die können jetzt ja auch... Na, es passiert praktisch nichts. Ich muss jetzt halt Button-Mashen machen, weil sonst verliere ich wieder Herzen. Ich will jetzt ja eigentlich nicht noch mehr generieren im Moment. Ich will jetzt eigentlich erstmal aufpassen. Und erstmal die praktisch verlieren und dann weitermachen. Muss man jetzt mal gucken. Wie man das am blödsten... Also ich mash jetzt die Buttons, das heißt, ich hoffe, dass ich dadurch nicht... irgendwie... Dings mache. Oh, die verteilen sich halt überall. Ah, das ist ja furchtbar. Das ist natürlich das... Das ist natürlich das typische Jakob- und Esau-Problem, dass sich alles verteilt.
wollte ihn eigentlich weiter runterschießen, aber ist in Ordnung. Na, aber jetzt haben es mittlerweile, haben sie mir schon zwei von den Viechern weggenommen. Vorsichtig, das war super knapp. Nein. So, kann ich die Bombe da irgendwie reinpfeffern? Ja, es war nicht ganz, wie ich es wollte, aber es war okay. So, jetzt generieren wir mal wieder ein paar mehr Scheiße. Jetzt muss ich aufpassen. Oh Gott. So viel Energie wollte ich nicht verlieren. Pfeift die mal zurück erstmal. Ich meine, jetzt sind nicht mehr so viele Gegner hier. Mit denen sollten wir klarkommen. Mit den Gegnern, die aktuell noch hier sind, sollten wir klarkommen. Lass mich in Ruhe. So, weg mit dir. Okay, ich kann den Raum verlassen, da passiert nichts. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas verliere dadurch. Ich kann hier nochmal rein, aber ich komme hier... es nützt mir nichts. Ich krieg hier nichts mehr. Ja, ich krieg hier nichts mehr. RIP. Okay. Okay. Das Ding ist, die Sache mit dem halben Herz funktioniert nur, wenn keine Viecher da sind. Wenn ich jetzt also zu viele spawne... Ah, ist schon wieder kritisch. Guck mal, was für ein Gegner kommt. Okay. Nice, der haut die beiden in die Luft. Nice. Die Bombe war super gesetzt. Okay, sehr schön. Sehr schöne Sache. So, was haben wir jetzt? Ihn hier. Wenn ich den so ein bisschen im Blick habe, müsste das eigentlich auch laufen. Oh, das war knapp. Ja, spawn mal nicht so viel Müll. Bitte. Ist der da oben irgendwo? Oh mein Gott, ey. Nein, das war dumm. Aber er ist kaputt, er ist kaputt. Ich hol mir. Nein, oh nein, ich laufe rein in den Gegner. Bin ich dann tot? Nein, okay. Oh. Aber es war kritisch. Jetzt sind wir energietechnisch kritisch, aber wir haben das Messer rausholen können. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, das Messer zu bekommen. Na, muss man leider auch dazu sagen. Es ist gar nicht so einfach, an das Messer ranzukommen. Ah, oh, shit, und ich habe jetzt gerade nichts draußen. Oh, nee. Ich hasse dich so sehr, ne? Gott sei Dank. Mach dich einfach weg, echt. Das sind halt beides jetzt nicht so die genialsten Items. Das eine ist ein Damage-Up. Damage-Up ist schon gut. Das ist, glaube ich, zu gleichen Range-Up. Ich glaube, es ist auch ein Range-Up. Ja, 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 genau. 0,5 Damage, 0,38 Range. Und das andere sorgt halt dafür, dass Red Heart Drops zu Soul Hearts werden. Aber wir haben halt keine Red Heart Drops. Das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, Mithra ist... Oder Maitre, oder wie auch immer man es ausspricht, ist einfach für einen Greedrun nicht so genial. Deswegen bin ich jetzt auf dem Damage ab. Auch wenn es jetzt echt nicht ein starkes Item in dem Sinne ist. So. Na gut, ich habe noch eine Bombe, die ich setzen kann. Dann gucken wir halt, ob ich hier noch was rauskriege aus dem Dude. Und ob ich da... Wenn ich das Ding sprenge, kommt, glaube ich, auch nochmal was raus, ne? Oh, lol!
Oh, lol! Das Resetten hat eine neue Dings freigesetzt. Das war dann gar nicht so schlecht. Das war dann gar nicht so schlecht. Okay. Das war dann echt mal jetzt gar nicht so schlecht. Kann ich mit Mr. Me in den Curse Room rein? Ohne das, kann der, macht der mit dem Curse Room? Kann der mit dem Curse Room? Der kann mit ganz vielen Sachen interagieren. Aber kann der auch mit dem Curse Room interagieren? Lasst mich das mal ganz kurz eruieren. Also er greift auch Gegner an. Er öffnet Türen, selbst wenn sie geschlossen sind. Er öffnet vom Secret Room den Eingang. Er öffnet die Boss Rush Tür. Aber vom Secret Room, vom Dings Room steht da nichts dort. Aber in Devil Deals bringt er mir auch Items. Oh, nice. Das habe ich komplett verdrängt. Der bringt mir auch Shop-Items. Achso, stealing an item has a chance to fail. Ah, das war das. Das war das. Okay, das war das. Deswegen habe ich den nicht immer. Okay. Habe ich vergessen? Ich habe sowohl vergessen, dass er das kann, als auch, dass das failen kann. Good to know. Okay. Ja, nice. HP ab ist wichtig und richtig. Judas Zunge macht beim Devil Deal was, ne? Deswegen würde ich die behalten, falls wir hier einen Devil Deal bekommen. Lass mich nochmal ganz kurz Judas Zunge. Genau, weil dann kosten die Items nur noch ein Herz, die normalerweise zwei Herzen kosten. Das würde ich nutzen wollen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier gut an den Schlüssel rankommen. Ansonsten könnte ich ja auch mit ihm das öffnen. Oh, die Schilde Tears. Die würde ich mir gönnen. Ja, dann ist es aber natürlich praktisch. Ach so, aber es kann failen. Zerstört er das Item, wenn es failt, oder failt es einfach nur? Lasst mich nochmal kurz nachlesen. Dann würde ich nämlich kurz probieren, die Schilde Tears zu holen. Has a chance to fail. Das heißt aber nicht, dass es zerstört wird. Dann würde ich das kurz probieren, weil bevor ich jetzt den Item Room mit dem öffne, was ja nur einen Schlüssel für 5 kosten würde, probiere ich jetzt erstmal das hier für 15 zu holen. So, hier. Nice. Sehr, sehr geil. Okay, hat doch schon mal gut funktioniert. Dann nehmen wir jetzt den Schlüssel für den Itemraum. Boah. Jetzt nicht das Genialste, aber kann man mitnehmen. Dann sprengen wir mal die Dudes hier. Oh boy. Okay. Haben wir alle? Nein, haben wir noch nicht. So. Und jetzt ist eigentlich, wir sind jetzt ja wieder in der Phase, wo eigentlich der Typ sogar attraktiv sein könnte, weil ja HP ups und so weiter. Die letzten Male haben wir gesagt, die sind nicht so attraktiv, weil wir einfach Kollegen hatten, bei denen es nichts gebracht hätte. Aber so haben wir jetzt ja was dabei, wo es auf jeden Fall was bringt. Nice. Und jetzt ist es ja das Schöne, dass es jetzt ja sogar gut ist, wenn wir mehr rote Herzen haben, na perfektico. Wenn wir mehr rote Herzen haben, weil ich ja dafür einfach Dings erstellen kann. Ne? Ich kann jetzt ja sagen, hier, erstell mir einen. Hat der jetzt auch Schildetiers? Ja, der hat auch Schildetiers. Perfektico. Sehr, sehr geil.
dann kann ich mir das rote Herz wiederholen und dann ist alles cool. Okay, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt. Von den Sachen, die jetzt hier sind, würde ich dann übrigens tatsächlich nichts mehr kaufen. Ich weiß, der Luckfood ist nicht schlecht, ne, der macht auch die Pillen positiv und so weiter, aber dann würde ich lieber mein Geld sparen. So, und HP-Ups sind wichtig, weil wir vielleicht ja Satan-Deals bekommen und mit Judas Zunge werden die dann günstiger. Mal gucken. Ich denke schon wieder an Satan-Deals und habe noch gar nicht die Ebene angefangen. Ne? Das kann jetzt natürlich alles noch schief gehen. Ich erstelle mal noch zwei mehr, dass wir hier gleich ordentlich Damage am Anfang machen. Und ich hoffe, dass ich sie einigermaßen zusammenhalten kann. Ich versuche die gleich mal auf einen Punkt mit mir zu bringen. Ja, super, hat das funktioniert. Ja, irgendwie so. Sind die eigentlich schneller? Also verliere ich die, wenn ich einfach nur laufe? Nein, da bleiben sie eigentlich schon an meiner Seite, ne? Also da passiert eigentlich nichts. Ich müsste wirklich irgendwo hängen bleiben, dass die sich aufteilen. Ja. Die irgendwie möglichst nah zusammen... Ja, so ist ganz... Ja, jetzt sind sie länger. Machen wir es mal so. Und jetzt mesh ich wieder den Button, damit es eben nicht das Problem gibt, was wir sonst gerne haben. Scheiße. Direkt mal getroffen werden, gar nicht gut. So, er kann hier mal jetzt ein bisschen mit Gegner aufräumen. Oh, weia. Ich bin zu langsam, es passiert zu viel. Ah, ich habe schon wieder viel zu viel Zeug hier am Start. Scheiße. Shit, die Kugel. Die habe ich gar nicht gemerkt. Nein. Okay, aber wir sind in der letzten Phase. Jetzt kommen nur noch, also jetzt kommt keiner mehr nach. Das Problem ist halt, dass ich die Großen nicht so schnell loswerde. Vor allem den... Mann! Ich kann mich nicht so schnell auf alles konzentrieren. Es ist furchtbar. Der Typ da, den wollte ich schon die ganze Zeit loswerden. Ich krieg ihn nicht weg. Wow. Mach dich mal weg, Kollege, jetzt. Da, du auch, dass du hier nichts mehr spawnst. Okay. Jetzt machst du dich weg, immer noch nicht. Jetzt machst du dich weg. Hoi, hoi, hoi. So. Ja, nichts ist übrig von meinen Viechern. Alle Herzen verloren. Ich bin ganz ehrlich, wir füllen Herzen auf. Wir füllen Herzen auf. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, in einem Greed Run mit Eve viel Herzen zu füllen. Weil man die ja doch recht schnell wieder verlieren kann. Sheesh. Ach, jetzt haben wir eigentlich ja trotzdem nochmal den Mister. Ja, komm, dann können wir auch versuchen, den Fuß zu bekommen. Komm, dann versuchen wir uns den Fuß zu holen. Nice. Bevor ich es ihnen verschwende sozusagen, ne, dann setze ich ihn natürlich ein. Mein, wozu hat er sich aufgeladen, ne? Okay. Ach so. Bis zum Satan-Deal wird jetzt nicht mehr aufgeladen. Habe ich verpeilt. Naja, nicht so schlimm. So, wir machen mal drei Viecher. Und gucken mal, ob ich das gut hinkriege hier jetzt. Ja, das sollte doch schon mal passen. Also das sollte vor allem passen, ohne dass ich meine Viecher verliere. Hoffentlich. Das ist ja das Problem. So, die zu erstellen ist ja nicht das Problem, sondern aufzupassen, dass man sie nicht verliert. Oh, er hier. Oh, aber er kann Brimstone-Kacke machen. Ich sehe das schon kommen, dass der mit einem Brimstone mir einfach alles wegklaut. Oder kann der gar keine Brimstone-Kacke machen? War das der andere? Ah, vielleicht war es auch der andere. Vielleicht spawnt er einfach nur Gegner. Wow, wow! Ich laufe schon überall rein. Kacke. So, mach dich weg jetzt.
Nee, der macht gar keine Brimstone-Kacke. Okay, das ist in Ordnung. Aber so Explosionssachen, die machen halt wahrscheinlich meine Viecher schnell weg. Da muss ich böse aufpassen. Ja, der macht keinen Brimstone. Alles gut, das ist dann der Weiße oder so. Der ist aber auch so ein Knochenheini. Das ist aber ein weißer Knochenheini. Oh Gott, das Viech ist da oben. Komm hier runter. Dass du nicht getroffen wirst von irgendeinem Scheiß. So, jetzt ist der weg. Jetzt geht's hier wieder drauf. Jetzt gehen die wieder weg. Also Tiersrate ist schon jetzt auch wieder in Ordnung, ne? Muss man sagen. Tiersrate ist wieder okay. Damit kann man arbeiten. Wenn man halt mescht, dann verliert man auch nicht so schnell seine Herzen. Also was heißt verlieren? Ich verliere sie ja nicht. Ich verwandle die ja erstmal in diese roten Knubbel. Aber... Hilfe! Oh, jetzt ist er draufgegangen, weil er hängen geblieben ist. Ach, ich könnte schon wieder kotzen. Jetzt habe ich nicht gekriegt, weil ich zu wenig Schuss hatte. Mann, jetzt mach dich doch mal weg, Kollege. Danke. So, jetzt haben wir aber noch genug Herzen. Jetzt kaufe ich nicht erst da oben nach. Also jetzt nachkaufen fände ich auch irgendwie albern. Ich würde jetzt nochmal 3 erstellen und so den Satan-Kampf angehen. So, das sollte doch hinhauen. Das ist jetzt der Brimstone-Typ, oder? Ist das der gleiche von gerade? Ne, es ist der gleiche. Der kann auch nur die Viecher spawnen, ne? Ich muss die Geister als erstes loswerden. Die machen... Ja, weil die Geister, die machen so einen schönen Flächenschaden. Scheiße. Die Geister machen so einen schönen Flächenschaden. Das ist gar nicht gut für mich. Das macht die Viecher sofort kaputt. Komm mal her, Kollege. Komm mal zu mir. So. Jetzt bitte keine scheiß Geister mehr. Boah, voll gefährlich. Ist mein Viech noch irgendwo? Ich hab's schon wieder verloren. Ich hab's schon wieder verloren. Ach, das gibt's doch nicht. Boah, ist das nervig. Aber ganz ehrlich, dann gehen wir jetzt auf Risiko. Dann machen wir jetzt den hier. So, mach dich weg. Und dann gehst du jetzt auch drauf. Nicht ganz, aber gleich. Ja, perfekt. So, jetzt kann ich ja meine Energie zurückholen. Oh, wir kriegen eh einen Engelraum. Wir kriegen eh einen Engelraum. Alles cool, wir kriegen einen Engelraum. Umso besser. Oh, ein Eternal Heart. Okay. Ich habe ja ein paar Bomben. Dann können wir hier auch bomben. Kein blaues Herz, schade. Kein blaues Herz, schade. Okay, HP ab plus Eternal Heart ist sehr nice. So. Okay. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich jetzt ja in den Itemraum, aber dann müsste ich... Ich muss es testen. Ich muss es testen. Ihr seid mir bitte nicht böse, wenn das jetzt schief geht, aber ich muss es testen. Kann ich... Also verwandle ich das Eternal Heart auch in ein Viech und kommt das Eternal Heart dann wieder als Eternal Heart zurück? Ist das möglich? Ja, das ist sogar weiß geworden, okay. Das ist sogar weiß geworden. So. Und wenn ich jetzt durch den Ding hier durchgehe, dann dürfte das Viech doch dem durch nichts passieren. Es dürfte doch nur ein rotes Herz weggehen. Ich hoffe, das funktioniert. Sonst ist halt mein Eternal Heart weg. Dann ist es halt so. Hierophant. Nice. Kommt zu Papa. So. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, zurückgehe, dann dürfte... Ja, jetzt wird halt ein blaues Herz angegriffen. Okay, wait. Kann ich so auch die blauen Herzen... Nee, kann ich nicht, weil die roten Herzen als erstes weggehen. Die roten Herzen gehen als erstes weg. Ich kann die blauen Herzen nicht schützen. Ja. Und kann ich jetzt das Eternal Heart zurückholen? Nice. Richtig nice. Oh,
Okay, sehr interessant. Okay, wir haben ja alles gesehen, ne? Schlüssel habe ich auch dabei. Gehen wir weiter. Wow, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nicht treffen lassen. Okay. Gut. Gut. Bisher, ich bin natürlich froh, wenn Engel-Deals kommen, gar keine Frage, ne? Aber es wäre sozusagen jetzt auch nicht hochdramatisch, wenn wir einen Satan-Deal bekommen, solange wir Judas Zunge bei uns haben. Ist das akzeptabel? Oh, nice, Tier ab. Tier ist ab. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt kann man schon auch ziemlich viel schießen, ohne so ein Vieh zu generieren erstmal. Das ist auch gut. Die Gravity Tears. Das war, dass die so stehen bleiben und dann erst geschossen werden, ne? Das will ich, glaube ich, nicht mit Eve haben. Das will ich mit Eve, glaube ich, nicht haben. Ich gucke ganz kurz nach, dass ich auch sicher gehe, dass das wirklich das ist, was ich denke. Anti-Gravity. Es ist ein ordentliches Tears-Up, aber... Ja, ja, Shots will float in the same place until you release the key. Ah, nee. Nee. Halte ich jetzt für nicht so gut. Halte ich jetzt für nicht so gut? Können wir erstmal lassen. Können wir erstmal. Oh, du bist. Was bist du? Du bist, Taurus. Speed down plus Rage ist... Ach, das war das Ding. Der Invisibility-Effekt für 5 Sekunden. Ich habe schon recht hohen Speed, ne? Ah ne, ich bin bei 1,0. Alles, ich hab nichts gesagt. Da ist der 8-Ball. Also Taurus wäre schon eine Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob der sich immer wieder... Oh, eine Pille. Wir haben ja Dings. Wir haben ja den Luckfood, ne? So eine Pille holen wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Aber es kann auch Müll sein. Ich werde jetzt keine kaufen. Wenn ich aber eine liegen finde... ne? Genau. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Okay. Sehr schön. Ich würde mir jetzt den mal schon mal holen. Ich meine, Rage bildet sich so oder so. Das ist okay. Doch, das würde ich mir nehmen. Das würde ich mir nehmen und ansonsten würde ich hier nichts kaufen. Ich würde hier sonst nichts kaufen. Was ich aber würde... Ich würde hier sonst nichts kaufen. Vielleicht nehmen wir Wafer noch mit. Was haltet ihr davon? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es gibt ja eigentlich... Doch, es gibt ja natürlich Gegner, die mir ein ganzes Herz abziehen. Ja, Wafer ist natürlich ein Muss. Ein Musskauf. Oh mein Gott, Wafer. Hallöchen. So, ja, ein halbes blaues Herz. Ach so, ah, der macht mich am Anfang langsamer. Habe ich vergessen, dass das so war. Ja, okay, der macht mich erstmal langsamer. Dass er dann den Rage aufbauen kann. Ja, ja, okay, habe ich vergessen. Ja, jetzt gehen wir mal noch hier rein. Ja, ist okay. Dafür gut ein halbes blaues Herz dafür opfern ist wiederum nicht so ganz okay, aber passiert. Okay, sollen wir erstmal kämpfen ohne die Viecher? Dann verliere ich aber halt gleich Herz. Ne, zwei würde ich mal spawnen. Uno. Und Due. Okay. Wo kam der denn her? Ach, scheiße. Aber jetzt werde ich gleich sauer. Und jetzt können wir hier einfach mal aufräumen. Das ist doch schön. Hä? Hat Mr. Me den Knopf gedrückt?
Das wollte ich nicht, aber dann würde ich kurz die Herzen auffüllen, wenn wir jetzt eh den Knopf gedrückt haben. Dann würde ich kurz Herzen auffüllen, zur Sicherheit. Einfach nur zur Sicherheit, weil ich gerade schon wieder gemerkt habe, wie oft ich getroffen werde. Na? So, und dann kriegen wir jetzt nämlich nochmal den Rage-Build. Der müsste jetzt nochmal sich aufladen. Eins. Zwei. Der muss als erstes weg. Der muss als erstes weg. Wobei ich jetzt ja... Ah, verflucht. Ja, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Habt ihr es gesehen? Wie easy... Wie easy einfach meine Viecher kaputt gehen. Mit... Achso, aber danach ist man dann komplett langsam. Ja, okay, und er baut sich nicht nochmal neu auf. Na gut, muss ich mitleben. Muss ich mitleben? Ah, Scheißdreck. Nein, 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 nein. Zu viel los wieder. Vor allem die roten Geister müssen ganz schnell weg, weil die machen mir meine Viecher kaputt. Ah, die Viecher sind schon wieder weg. Die Viecher sind schon wieder weg. Die Viecher sind schon wieder weg. Ah, nee, eines ist noch da. Eins ist noch da. Das war knapp. Eieieiei, echt. So. So komme ich zwar nicht dazu, viel zu kaufen, aber ich bin ganz ehrlich, erstens, dass wir den Rage wieder bekommen und zweitens, dass es hier nicht schief geht. Ich muss Herzen auffüllen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich das so spiele. So, eins erstellen wir noch. Okay. Jan! Achso, ich bin... Ah, nee! Aber bei so Gegnern, wenn die so schnell schießen, dann... Ach, fuck! Was ist jetzt passiert? Hilfe! Energie ist jetzt ganz ungünstig gerade. Nein! Ah, zu langsam. Ah, verflucht. Okay. Ich wollte das Leben natürlich noch länger behalten. Na gut, dann ist das jetzt passiert. Müssen wir jetzt alles nochmal machen oder zählen die, die wir besiegt haben, jetzt gerade schon als besiegt? Wir haben nämlich den... Oh, no. Also warte, ich hab's einfach... Ach, Mann. Eigentlich müssten die Schildetiers hier voll gut sein, weil die ja eigentlich alles einfach absperren. Ne? Ich müsste die einfach nur sinnvoll einsetzen. Das war super klug von mir, nicht? Ach, komm schon! Na, aber das, die Schildetiers, die sollten ja eigentlich ganz gut abwehren. Die hätte ich... Ah! Die hätte ich vorhin sinnvoller nutzen... Mann! Vorhin sinnvoller nutzen können. So. Jetzt ist endlich mal der erste weg. Aber der wird halt gerade so Bullet Hell scheiße, macht die halt schnell kaputt, die Viecher. Das ist echt kritisch. So, jetzt aber, mein Freund. Ah, das sind sogar zwei. Was soll denn der Müll? Das habe ich gar nicht realisiert. Das waren vier Bosse. Vier Bosse waren das. Richtig frech. Und ich laufe noch rein. Ist es denn die Möglichkeit, ey? So, tschüss. Wir müssen wieder Herzen auffüllen. Ich gehe hier kein Risiko ein.
I'm sorry. Go. Geh weg. Ich gehe hier kein Risiko ein. Wir füllen Herzen auf. Und holen uns jetzt mit ihm hier. Holen wir... Nee, wir holen uns gar nichts mit ihm hier. Vielleicht gibt es ja ein schönes Devil-Item, was ich mir holen kann. Ich wollte schon wieder hier dumme Sachen machen. Okay. Das sollte doch jetzt wiederum eigentlich passen. Bis halt auf, dass ich wieder blind bin und alles in alles reinrenne. Ja, also so bei Gegnern ist es gar nicht so effektiv mit dem Rage, aber... bei Bossen ist es gar nicht so effektiv mit dem Rage, aber ansonsten ist es schon ganz cool. So, der erste müsste sich doch jetzt eigentlich gleich verabschieden. Vor allem, ich block halt mit den Shielded Tears, block ich halt auch die Kacke, die er da auf dem Boden verbreitet. Ah, fuck! Mach die jetzt halt mal weg! Oh, ich dachte, ich kann's blocken. Vor allem, ich kann ja eigentlich drüber fliegen. So. Aber ich schaut mal, wie viel Energie ich verliere. Ich muss... Oh, nein! Ich werde doch jetzt hier nicht von den Viechern draufgehen. Das darf nicht wahr sein. Dann hole ich mir mal lieber mein Vieh zurück, dass ich hier noch eine Energie übrig habe. Ich könnte wieder aufs Messer gehen. Ich könnte Risiko gehen und aufs Messer gehen. Wow! Ich wäre fast reingerannt. In die Kacke da. So. Tschüss. Holy moly, ey. Gott, ist es gruselig manchmal. So. Sheesh, okay. Bin ganz ehrlich, bei der Auswahl nehme ich jetzt nichts mit. Weil dann habe ich immer noch die Chance auf Angel Deals. Die habe ich sonst nicht mehr. Dann holt sich Mr. Me jetzt den 8 Ball. Vielleicht. Gut, er. Sehr schön. Ja, Hanged Man ist bestes Item, was wir jetzt brauchen. Dann jagen wir den Kollegen hier in die Luft. Haben wir nicht... Ach so, nee, wir wissen nicht, was für eine Pille es ist. Wir wissen nur, dass sie gut ist. Yo, wenn das Balls of Steel ist... Dann gönne ich mir die doch einfach zweimal. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich ein blau... Ja. Ja. Ich hab's gemerkt. War dumm. War nicht ganz durchdacht. Okay, die Hanged Man lasse ich gleich mal liegen. Wo ich da irgendwann Quatsch mitmache. So. Okay. Aber dann gehen wir jetzt mal weiter. Ah, Gegner. Wir haben jetzt so viele Bomben, wir könnten eigentlich auch mal hier noch nach Geheimraum gucken. Ich habe mittlerweile gelernt, wo er nicht sein kann. Also haben wir eigentlich genug Bomben, um den Geheimraum zu finden. Ja gut, ne? Dann können wir uns halt auch noch sowas hier holen.
Und dann können wir uns auch noch den Schlüssel holen. Oder auch nicht. Ich hätte... Ey, war übrigens dumm. War übrigens richtig dumm. Ich hätte den für das nächste Item mir sparen sollen. Fürs nächste Shop-Item hätte ich mir den sparen sollen. Ja, war dumm. War dumm. Sorry. Ich war zu gierig auf den Schlüssel in dem Moment. Habe ich die Viecher oben gesprengt? Ja, da ist nichts mehr übrig. Okay. Okay. Ey, aber wir haben in der Ebene einfach unser komplettes Leben verloren. Das ist belastend. Das ist belastend, wie schnell das hier geht. Ich stelle mich da noch viel zu schlecht an. Okay, Box ist nice, weil es gibt einen Schlüssel meistens mit. Yes. Yo! Dude! Insane! Full Health war ja gerade mal mega praktisch. Yo! Okay. Okay, gebt euch diesen... Gebt euch diesen Schaden. Das... Yo, das ist jetzt... Das ist jetzt nochmal hier, ne? Da kann man jetzt nochmal, sich freuen. Okay. Das verändert nochmal alles. Das waren jetzt zwei richtig geniale... Ja, Alter. Alter! Das waren jetzt zwei richtig geniale Käufe. Also, huh! Okay. Jetzt gehen wir erstmal in den Kampf. Gucken mal, was wird. Ich muss halt die Dinger, die muss ich ganz schnell loswerden. Aber ich bin jetzt gleich, ich krieg gleich den Rage und dann renne ich die einfach weg. Dann renne ich die einfach weg. Ja, genau dafür habe ich die. Ah, die haben sich gerade selber weggerannt. Okay, ich hoffe, jetzt kommen keine mehr von... Oh, nee! Der war unsichtbar, den habe ich nicht gesehen. Ah, diese scheiß... Nein, da sind wieder welche. Oh, ich hasse das. Ah, diese scheiß Brimstone-Geister. Die sind so richtig kritisch. Alter! Macht euch doch einfach weg. Was habe ich denn jetzt gespawnt? Ich hab so einen Bettler gespawnt, lol. Ich hasse... Es macht mich so aggressiv, ne? Holy shit, macht mich das aggressiv. Okay. So, jetzt erstmal Hierophant. Das wollte ich eigentlich setzen. Jetzt habe ich hier so ein Viech gespawnt. Ich hoffe, der geht jetzt nicht kaputt vorher. Wir müssen den jetzt machen. Wir müssen den jetzt machen. Der geht sonst kaputt. Irgendwie, und dann kommt irgendein Gegner und macht den kaputt, weißt du? Ist dann scheiße. Ja, nice. So. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nicht hoch und auffüllen, oder? Ah, wir müssen, können natürlich... Wobei, jetzt ein Item kaufen ist wieder Schwachsinn. Also nicht Schwachsinn, aber ihr wisst, was ich meine. Weil, Dings. Weil, ich es ja eigentlich für den Deal nutzen möchte dann. Und ich habe nur drei Aufladungen, die jetzt noch kommen. Aber wir können aber ganz kurz hier reingehen. Ja, cool. Danke für nix. Sehr freundlich. Okay, gucken wir mal, was jetzt für Bosse kommen. Ich spawn mal noch zwei Viecher. Ich glaube, je mehr man hat, umso schneller gehen die Bosse auch weg. Vielleicht ist es doch besser, erstmal viel zu spawnen. Dafür geht es dann schneller. Dafür hat man halt weniger Herzen, ne? Das ist natürlich dann der kritische Moment. Aber seht ihr, was ich meine?
Ich glaube, es ist besser, mehr zu haben. Dafür geht es dann schnell weg. Als mit wenig zu kämpfen und dafür viele Herzen im Kampf zu verlieren. Ja. Ja. Ich glaube, das ist... Ja. Ich glaube, das ist viel besser. Ich glaube, das ist viel besser, mit mehreren zu kämpfen. Also mehr zu spawnen am Anfang. Ja. Doch. Das ist viel besser. Ja, ich meine, schaut euch das an. Das war insane. Wie viel ich noch hab. Wie viel ich noch hab von den Viechern. Okay, der Explosionstyp muss als erstes weg und der Brimstone-Typ muss weg. Und der Bombentyp muss weg. Ja, alle müssen weg. Da war meins. Ich meine, alle sind gefährlich für meine roten Knubbel. Das meinte ich. Nein, nicht. Hör auf. So. Jetzt ist alles gut. Der kann mir gar nichts. Der kann mir gar nichts. Und wir hoffen natürlich auf den Engelraum. Engelraum wäre nice. Wir haben keinen Satan-Deal bisher genommen. Engelruhm wäre nice. Perfekt. Also perfekt, wenn es ein schönes Item auch noch jetzt gleichzeitig ist. Aber grundsätzlich erstmal perfekt. So. Gleich Herzen zurückholen, dass wir wissen, wie viel wir haben. Ich meine, wir haben jetzt nichts, was Trisagion schlecht macht, ne? Trisagion sollte jetzt eigentlich schon sinnvoll sein. Wir werden gleich nichts mehr sehen. Ich weiß es. Es wird genau wieder das passieren, was immer passiert. Wir werden gleich nichts mehr sehen. Aber Trisagion ist doch jetzt definitiv das richtige Item. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also Trisagion plus Fliegen... ist ordentlich. So, jetzt kannst, Kollege, du mir hier einmal den Schlüssel holen, beziehungsweise die zwei Schlüssel. Dankeschön. Sehr nice. Wir kriegen zwar nicht mehr viele Loot-Chests, aber ich meine, es war aufgeladen. So, was soll ich tun, ne? Auffüllen können wir auch in der nächsten Ebene. Ich würde jetzt weitergehen. Ich würde jetzt erstmal weitergehen. Wir haben jetzt noch eine Ebene vor uns und das ist der Shop. Haben wir hier noch was liegen lassen? Das lassen wir liegen. Weil einmal könnte noch ein Satan-Deal kommen. Und dann passt die Geschichte. Ah ja, hier noch ein bisschen kämpfen. Okay, so, tschüss. Well, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Habe ich noch was vergessen? Ich hoffe nicht. Geheimraum. Ja, zu spät. Da bin ich schon gegangen. Da bin ich schon gegangen. Aber natürlich, den Geheimraum habe ich vergessen. I'm sorry. Please don't be mad. So, jetzt gehen wir gleich in den Stacheldings hier, bevor ich es wieder vergesse. Oh mein Gott. Yo. Yo. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich meine, ich muss nur ein halbes Herz zahlen, um hier nochmal reinzukommen. Ich würde jetzt erst nochmal die Kollegin hier mitnehmen, weil die mir halt noch Items holen kann. Aber die Tatze müssen wir dann auf jeden Fall zum Bosskampf mitnehmen. Das ist mal ganz klar. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Nice. Also ich muss dann halt nochmal hier rein, ne? Und es kostet mich dann ein halbes Herz. Ich hoffe, ich vergesse... Ey, wenn ich das vergesse, ne? Wenn ich das vergesse, bin ich so ultra sauer. Bruder! Freund. Aber ganz schnell weg. Holy shit. Aber ganz schnell weg, mein Freund. Oh, ich bin hier irgendwas reingelaufen. Ich bin in den White Shot reingelaufen. Das nützt mir jetzt gar nichts mehr mit Trisagion, aber okay. Da wollte ich nicht reinlaufen. Okay, ist passiert. So, wir haben genug Herzen, rote Herzen. Wir können hier uns ein Item holen. Das geht. Das ist gar kein Problem. Und wenn wir nicht genug rote Herzen haben, haben wir immer noch genug Geld, um rote Herzen nachzukaufen. Wheel of Fortune.
Ja, lol. Ich könnte mir jetzt wieder so Meat Boys generieren, aber nee, das lassen wir jetzt mal. Also das lassen wir jetzt wirklich mal. Da bin ich jetzt nicht so dafür. Da bin ich jetzt echt nicht so dafür. Ich wäre jetzt dafür, dass wir hier noch ein bisschen aufladen, dass jetzt nicht das schief geht. Wir kriegen ja eh noch ein bisschen Geld gleich. Dann sprengen wir hier schon mal die Dudes. Jetzt kriege ich fucking Steam Sales. Okay, was ist besser? Luck Up oder... Naja, die Secret... Was will ich denn mit der Secret Map? Wir kaufen den Kollegen hier. Oder wir rerollen gleich. Jetzt bleibt ja eh alles bei 7. Wir können auch gleich einmal rerollen. Yo! Übelst gut. Übelst gut. Ich wollte eigentlich die Tatze mitnehmen, aber wenn ich jetzt das hier sehe, in Kombination mit dem hier... Andererseits, ich will... Ah, nee. Das fangen wir nicht an. Das fangen wir nicht an. Wir nehmen noch die Charming Shots mit. Ah, das ist gefährlich, das Ding, ne? Das ist das, wo der Kopf so rumwuselt. Das ist gefährlich. Jetzt gehen wir erstmal in den Kampf. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Oh mein Gott. So, ich denke mal, die Menge sollte reichen. Ey, es wird gleich wieder alles laggen. Weil Trisagion halt Trisagion ist. Okay, mal gucken. So, aber jetzt könnt ihr mir alle nichts mehr. Ihr könnt mich alle mal kreuzweise. Und dann haben wir ja auch noch... Genau, wir haben ja noch Mulligan. Yo! Ist die Hand noch aktiv? Jetzt habe ich die ganzen Viecher verloren. Die sind... Wo sind die draufgegangen jetzt? Ich weiß es nicht. Alter! So, aber die Fliegen können sich gerne aufheben. Nicht in die kleinen Gegner reinrennen, bis wir die... Bis wir den großen Greed am Ende haben. Da, dass ich da noch reingelaufen bin, ist dumm, aber gut, ist passiert. So. Dann snacken wir uns jetzt mit ihm hier das HP ab. Ach so, das wird jetzt ja nicht ersetzt. Das ist ja... Ah ja, okay. Habe ich nicht nachgedacht jetzt gerade. Ja, aber die zwei Items, die jetzt hier sind... Ich meine, ich muss noch ein paar Items... Ne, jetzt müssen wir erstmal auffüllen. Wir müssen erstmal auffüllen, sonst wird es hier nichts. Sonst kriege ich nachher wieder gedankliche Probleme. So. Okay. Jetzt setzen wir wieder ein paar, dass wir für die Bosse hier gewappnet sind. So, und dann geht's los. Das ist halt das Dumme, wenn ich direkt in die Reihen laufe... Aber das sollte doch passen jetzt hier. Ne? So, sehr schön. Sehr schön. Und weg mit euch. Easy. Tschüss. Schön. Diesmal brauchen wir auch nicht aufladen zwischendurch. Direkt in den Kampf mit dem Herzi. Okay. Ist nicht das Herzi. Never mind. Noch ein Engelraum. Ich werd bekloppt. Okay, wir haben die Show... Wir haben richtig gute Wahlen.
Will ich noch ein Damage ab? Ich glaube, das ist auch ein HP-Up dabei, ne? Genau, das ist das, wo auch das HP-Up dabei ist. Normalerweise, wenn wir jetzt am Anfang der Runde wären, würde ich das mir hier holen. Ne? Aber für das, was jetzt halt noch kommt, sehe ich jetzt nicht so die riesige Notwendigkeit. Oder will ich... Andererseits ist es besser, um auszuweichen. Bin echt hin und her gerissen, ne? Bin böse hin und her gerissen. Es wäre beides cool. Damage plus HP. Oder die Verlangsamung. Es wäre beides cool. Aber der Damage wird eh skaliert. Nehmen wir das mit. So. Jetzt muss ich halt irgendwelche dummen Items einfach kaufen, obwohl ich sie nicht will, damit ich ein anderes 7er Item noch bekomme. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Oh, lol. Aber ich meine, ich habe so viel Geld, ne? Ich kann mir halt noch 3 7er Items leisten. Und ich will ja die Tatze mitnehmen. Ich habe die Tatze nicht vergessen. Keine Sorge. Ich habe die Tatze nicht vergessen. Ja, komm, dann nehmen wir den... Aber der Martin nützt mir auch nichts, wenn ich die Tatze mitnehme. Keines von den Items nützt mir am Ende was. Das ist mir zu gefährlich. Das geht schief. Kenn mich. Ja, komm, dann nehmen wir halt ihn hier. Wobei, stopp, ist dann da überhaupt an der... Ach komm, wir nehmen den Martyr. Vielleicht kommt da noch ein anderes Space-Item, was wir nur brauchen könnten. Ja, jetzt kommt das Kartending. Yo, okay. So, was macht Pandoras Box in der Chest? Ich meine, ich kann es eh nur noch hier einsetzen, aber ich kann kurz nachgucken. Dann weiß ich es nämlich schon. One Coin. Ach, du dumme Trollbox. One Coin. Na, dann will ich es gar nicht einsetzen. Hierophant ist nochmal nice. The Hierophant. Hierophant meinetwegen. Ja. So, ja, dann gib mir die eine Münze. Dankeschön. Dann haben wir das jetzt auch mal gesehen. Okay, dann holen wir uns, wie gesagt, jetzt noch die Karte. Die Tatze. Und dann Abflug. Dann können wir noch einen Geheimraum checken. Dann haben wir aber alles wirklich gemacht, was wir hier machen können. Holen wir uns hier noch die. Machen wir noch die Herzen voll. Dann könnte der hier sein. Alles klar. Ja, das ist jetzt ein bisschen spät. Jetzt haben wir auch schon alles gesprengt. So. Okay. Ich will nichts verschreien, aber ich bin eigentlich guter Dinge. Ich meine, wir haben so viele Herzen, die wir noch zusätzlich generieren können durch die Tatze. Also durch Guppys Paw. Das kann doch jetzt nicht ernsthaft schief gehen. Freunde. Ich meine, schaut mal, wie viel Schaden wir alleine so schon machen. Das kann doch jetzt nicht schief gehen. Das erzählt ihr mir doch nicht. Das erzählt ihr mir doch nicht, dass das jetzt schief geht. Mach mal vorher ein bisschen Generation hier. Ich mach mal, bis die untere Reihe leer ist. Und dann schauen wir mal, wie viel wir auf Anhieb Schaden machen. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich muss aber aufpassen, nicht, dass wir so viel machen, dass das Spiel abstürzt. Wegen Trisagion hier, ne? Das ist gefährlich. Okay, wir gucken mal, was passiert. So, wie viel mache ich jetzt auf einen Schuss? Ja, das geht doch konstant runter. Das nenne ich doch mal stabil. Das
jetzt kommt der Quatsch hier. Aber jetzt verliere ich meine Viecher, das ist dumm. Können die mal alle bitte hier in die Ecke kommen? Na, jetzt habe ich sie verloren. Ah, das war nicht so cool. Aber ist okay. Also eigentlich ist es nicht okay, weil es war Energie. Es war ein Herz. Ja, aber das geht nicht schief. Das geht nicht schief. Wir haben es. Das kann ich jetzt auch so sagen, dass wir es haben. Also, selbst wenn ich jetzt keine Viecher mehr hätte, so dann... Ich bin auch so mit Eve schon krass genug drauf. Ich bin auch so schon krass genug drauf mit Eve. Das ist okay. Es war wirklich die Ebene, wo wir dann die zwei richtig geilen Items bekommen haben, ne? Die hat uns mega geholfen. Oh mein Gott, wo laufe ich denn hin? Die hat uns mega geholfen, die Ebene. Die hat uns ultra gut geholfen. Wo wir den Cricket's Head bekommen haben, wo wir... was war es denn noch alles? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber das war natürlich mega gut, was wir da alles bekommen haben. So, bleibt mal bei mir, dass ihr nicht von den Türen immer getroffen werdet, liebe Viecher. Ah, oh mein Gott, oder so. Jo, ich muss die Tatze nicht mal einsetzen. Ah, verflucht. Ich muss die Tatze nicht mal einsetzen. Na komm, wir generieren mal noch ein paar mehr. Einfach, dass es hier krasser wird noch. So, ich hab's ja. Ne? Ich kann jetzt einfach, ich bleib jetzt einfach drauf auf der Taste und generiere immer mehr von den Viechern. Tschüss. Nice. Sehr schön. Das war doch mal ein recht angenehmer Greed Mode. So, zahlen wir den Rest ein. Da bin ich sehr jetzt gespannt. Und das ist das, was ich meine. Im Greed Mode kann man so ein bisschen rumexperimentieren mit dem Charakter. Und dann im richtigen Mode... Na, da wissen wir dann, wie Eve funktioniert und können das gleich von Anfang an richtig nutzen. Und das sind halt längere Runs und wenn ich da erst zwischendrin verstehe, wie das funktioniert, das Viech, dann ist es blöd. Wenn ich es im Greed-Mode anfange zu verstehen am Anfang, dann ist es voll okay. Gut. Nice. Das war der Greed-Mode. Greedia-Mode. Wir sind ja im Hard-Mode unterwegs hier. Mit Eve. Sehr schön. Dann nächstes Mal der nächste Charakter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.